Es gibt gleich die entscheidende Phase aus Landshut noch nachgeliefert, nach unserem ersten Spiel vom heutigen Sonntag aus der zweiten Fußball-Bundesliga. Ich bitte die Eishockey-Fans, ich kann das verstehen, dass sie ein bisschen aufgewühlt sind im Moment, um Verständnis. Wir widmen uns aber zunächst, bevor Eishockey nachgeliefert wird, wie gerade schon gesagt, der ersten Partie vom heutigen Sonntag. Und das ist ein Spiel, das durchaus Bedeutung hat für die Abstiegsregionen in der zweiten Fußball-Bundesliga. SG Wattenscheid 09 gegen Rot-Weiß Oberhausen. Wir werfen mal einen Blick auf die Tabelle und dann werden wir sehen, Wattenscheid muss dringend punkten, derzeit auf Platz 18, also Schlusslicht in der zweiten Fußball-Bundesliga. Und auch Rot-Weiß Oberhausen, obwohl man 11-mal hintereinander ungeschlagen blieb, nach der Niederlage am vergangenen Wochenende gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth, plötzlich wieder mittendrin im Keller der zweiten Fußball-Bundesliga. Vielleicht ein kleiner Vorteil für RWO, dass man sich jetzt wieder ganz dem Alltag widmen kann, weil man ja während der Woche im Pokal 1:3 gegen den FC Bayern München im Pokal verloren hat. Ungewiss also, ob die Klasse gehalten werden kann für RWO. Und genauso, wenn ich noch ein bisschen ungewisser, was ist mit Alexander Ristic, Peter Watzladen? Ja, wenn es für Alexander Ristic in Sachen RWO überhaupt was zu entscheiden gibt, dann, wenn der Klassenerhalt feststeht. Und deshalb sind heute die 3 Punkte gegen den Tabellenletzten auch fest eingeplant. Und deshalb spielt auch Carsten Prepper, vor allem mit seiner Gesundheit. Meniskus-Einriss im linken Knie. Morgen lässt sich der Mann hinter den Spitzen operieren. Jetzt schon mal gute Genesung. Beide Mannschaften mit jeweils 3 Veränderungen. Die SG Wattenscheid in den schwarz-weißen Trikots, wieder mit Diktia, Skok und Korobka. Und mit der Devise, nur wer was riskiert, kann auch was gewinnen. Freistoß Korobka auf Hilko Ristau. 10 Minuten waren bis dahin gespielt. Bei den Gästen bekam überraschend Oliver Adler den Vorzug vor Christoph Müller. Aber Adler ist ja auch die eigentliche Nummer 1. Die SG Wattenscheid sichtlich bemüht. Aber dann war schnell wieder klar, warum die Mannschaft zu Recht am Tabellenende steht. Im Mittelfeld geht es nicht richtig zur Sache und das bringt die Abwehr in Bedrängnis. Hannes Bongartz konnte den Ball behandeln wie ein rohes Ei. Jetzt muss er sich mit einem Hühnerraufen rumschlagen. Ganz anders die Pokalhelden aus Oberhausen. Eine halbe Stunde lang haben sie sich versteckt, aber dann Oberhausen mit Theodor Ruß für Bieber im Mittelfeld. Ruß findet Prepper. Lars Toborg und Achim Weber, das 1:0, sein 10. Saisontreffer. Achim Weber hat ja eine anstrengende Woche hinter sich. Am Dienstag Pokal und am Donnerstag feierte er seinen 30. Geburtstag. Geschadet hat es nicht. Ja, am Dienstag noch gegen die Bayern, heute gegen den Letzten der zweiten Liga. Für Oberhausen war das aber kein Problem. Wieder Weber. Ganze 14 Türchen haben die Wattenscheider erst erzielt, 4 davon vor 2 Wochen gegen St. Pauli. Also kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, ganz im Gegenteil. Man kann damit auch Tore machen. Olaf Skok, das 1:1. Olaf Skok heute in die Viererkette eingebaut. Ein Dankeschön an den Trainer. Unhaltbar, da konnte Oliver Adler so weit fliegen, wie er wollte. Bei RWO geht viel über links, und zwar über Björn Ahrens. Die Flanke vorbei an Freund und Feind findet Luginger und er findet Joachim Hopp. 1:2, so schnell kann es gehen. Joachim Hopp, sein erstes Zweitligator überhaupt. Und den Fehler, den macht Peter Quallo, und zwar hier, als er den Ball wieder zurück ins Spiel bringt. Peter Martin ohne Chance. 3857 Zuschauer, ausnahmsweise mal guter Besuch in der Lohrheide. Aber von Oberhausen nach Wattenscheid ist es ja auch nicht weit. In der zweiten Halbzeit die Gastgeber mit Sergio Alievi für Korobka und mit mehr Schwung. Andreas Teichmann. Achtung! Der Schiedsrichterassistent zeigt Foulspiel an, aber es geht weiter. Wieder Teichmann. Feinbier, den muss er doch machen.
Letzte Saison hat er mit seinen 15 Treffern die SG im Alleingang gerettet. Ohne Glück, vielleicht war ja der Boden dran schuld. Nach einer halben Stunde Wechselzeit bei Wattenscheid, Kempkens kam für Teichmann und Simeonov für Sané. 9 Minuten später, Eckball, Wattenscheid durch den eingewechselten Kempkens auf den eingewechselten Simeonov. 2:2. Der Ausgleich, sein erster Treffer im Trikot der SG Wattenscheid. Klar zu sehen, Simeonov stoppt den Ball nicht mit der Hand, sondern mit der Brust. Und wieder einmal Probleme für Oberhausen nach Standardsituationen. Da fehlt einfach die Zuordnung. Ja, und dann blieb natürlich Alexander Ristić nichts anderes übrig, als auch seinen Angriff wiederzubeleben. Toborg musste gehen und für ihn kam Holger Geismeier. Röpper kämpft sich hier den Ball gegen Diktia. Genau getimtes Abspiel in den Lauf von Luginger auf den Kopf von Achim Weber. 2:3, Webers zweiter Treffer heute gegen die Laufrichtung von Peter Martin. Aber noch waren ja 13 Minuten zu spielen. Wattenscheid musste jetzt aufmachen und das lud die Gäste zum Kontern ein. Wieder Weber gegen Skok. Weber fällt. Ein Pfiff vom Schiedsrichter. Gerangel zwischen den beiden. Und Olaf Skok, der ahnte schon, was auf ihn zukommt. Rot von Schiedsrichter Lutz Wagner. Die Entscheidung hart, aber vertretbar. Jetzt 10 gegen 11, der Ausgleich von Wattenscheid in weite Ferne gerückt. Zumal Oberhausen clever konterte. Weber, diesmal als Vorbereiter für Geismeier. Die Entscheidung 4:2 für Rot-Weiß Oberhausen. Verdienter Auswärtserfolg für RWO und das erste Tor von Rückkehrer Geismeier. Die Stimmung eingefangen von Claudia Meister. Ich habe gesagt, wir müssen alles vergessen. Das ist ganz schwer, nach dem Bayern-Spiel nach Wattenscheid zu gehen. Motivation und alles, aber meine Jungs haben optimal gespielt und deswegen haben wir auswärts gewonnen. Wir haben die Vielzahl der Zweikämpfe ganz einfach verloren, ohne richtige Gegenwehr. Man hat phasenweise nicht gemerkt, wer hatte das schwere Pokalspiel diese Woche, ob Oberhausen oder Wattenscheid. Und darüber bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe immer gesagt, ich bleibe bis 30.06. hier in Oberhausen und dann zuerst spreche ich auch mit dem Oberhausen.